Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat Reviews. Heute schauen wir uns mal digitale Bilderrahmen an. Und zwar haben wir da diesen hier von Dragon Touch im Programm heute und diesen hier von Dragon Touch im Programm und vergleichen genau die zwei gleich. Aber wie habe ich die eigentlich gefunden? Und zwar schauen wir dazu mal einfach auf Amazon und suchen nach digitaler Bilderrahmen. Wenn wir dann ein bisschen runter scrollen, dann kommen wir hier direkt eigentlich ja, zu diesem digitalen Bilderrahmen, wo ihr gerade noch einen 50 Euro Rabattgutschein bekommen könnt. Da klicken wir mal drauf und schauen uns den an. Also wir sehen, das ist der Dragon Touch Wi-Fi elektronischer Bilderrahmen mit Bewegungssensor. Und zwar ist das genau dieser hier. So, und jetzt wollen wir den hier mal vergleichen mit seinem kleinen Bruder, nämlich dem hier. Das ist der Classic, das andere ist der Elite. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem Elite und dem Classic? Also den Classic, den finden wir auch hier bei Amazon. Der kostet schon mal nur 119 Euro. Also erster Unterschied, Classic versus Elite. Classic kostet 120, Elite kostet 159. Was ist der Unterschied sonst noch? Naja gut, die Elite-Version, die hat ein Bildverhältnis, das sehen wir hier, von 4:3. Das ist eigentlich genau das Bildverhältnis, was ihr sonst auch im Handy normalerweise habt. Ihr habt es vielleicht sonst nicht, also wenn ihr es nicht umgestellt habt, dann habt ihr 4:3. Hier haben wir 16:10. Das kann man natürlich im Handy auch einstellen. Manche wollen das auch so. Dann kommen wir auf dieses Seitenverhältnis und dann passt natürlich der Classic eigentlich besser. Von der Auflösung her sind beide gleich. Also beide haben ein HD-Display mit drin. Dann sind beide wireless. Das ist natürlich schon schick. Ihr müsst da jetzt nicht unbedingt eine SD-Karte reinstecken und dann über die SD-Karte die Bilder auf den Rahmen kriegen. Nein, ihr könnt das alles hier wireless mit eurem Handy direkt machen und einfach per App rüberschicken an den Bilderrahmen. Das funktioniert wunderbar. Also beide sind wireless. Dann noch ein kleiner Vorteil hier von dem Elite. Der hier hat auch noch einen Bewegungssensor mit drin. Genau, das zeige ich euch gleich noch. Hier auf dem Bild sieht man das da vorne. Das ist so ein kleiner Bewegungssensor. Wenn ihr dann tatsächlich länger nicht im Raum seid, dann geht der Rahmen aus. Wenn ihr dann wieder in den Raum reinkommt, dann geht der Rahmen an, weil er die Bewegung eben erkennt. Spart ein bisschen Strom. Bei dem anderen, bei dem Dragon Touch Classic 10, da könnt ihr einfach einen Timer einstellen und sagen, naja gut, das Ding soll halt bis nachts um 10 Uhr vielleicht an sein, dann geht es automatisch aus und morgens früh geht es vielleicht wieder um 8 Uhr an. Also Timer-Funktion haben auch beide. Allerdings hat eben nur der Elite auch noch den Bewegungssensor. Was haben auch beide? Was noch ein cooles Feature ist, beide sind natürlich dadurch, dass sie wireless sind, sind sie ans Internet angebunden und haben dadurch auch noch eine Wetterfunktion. Das heißt, ihr könnt dann eben einfach auf dem Bilderrahmen für den Ort, in dem ihr lebt, euch anzeigen lassen, wie hier gerade das Wetter ist. Das ist schon auch nicht schlecht. Da sieht man immer die aktuellsten Wetterinformationen. Dann habt ihr auch noch eine Kalenderfunktion. Ihr könnt euch also anzeigen lassen, welcher Tag ist heute, und ihr habt noch eine Videofunktion. Dementsprechend könnt ihr also nicht nur Bilder anschauen, sondern auch Videos. So, das waren jetzt mal die ganzen Vorteile, die ich hier so sehe bei den zweien. Größter Unterschied, also eigentlich der Bewegungssensor und das Seitenverhältnis. Was sind denn jetzt die Nachteile bei dem Wireless Touch, Dragon Touch 10 Zoll? Also gut, vielleicht ein wichtiger Vorteil noch, es ist natürlich ein Touch-System, das heißt, ihr könnt alles über Touch machen. Das ist natürlich schon vielleicht ein bisschen angenehmer als wie bei den anderen Bilderrahmen, die viel doch mit Fernbedienung arbeiten. Das ist, finde ich, nicht so cool. Und was natürlich auch noch ein schöner Vorteil ist, also ihr habt hier so eine Art Passepartout, ne? Und außenrum diesen schwarzen Rahmen. Das sieht schon auch recht schön aus, also gefällt mir zumindest ganz gut. Jetzt aber zum Kontra von den beiden. Also eine Sache, die mir nicht ganz so gut gefällt, ist, wenn ihr denn doch irgendwo schon Webalben habt, und das gibt es ja doch ab und zu mal, also zum Beispiel auf Google Fotos oder auf der Dropbox oder bei Facebook oder bei Instagram oder sonst irgendwo, dann wäre es natürlich auch schön, wenn man diese Webalben dann direkt irgendwie einbinden könnte, weil die Bilder liegen ja schon irgendwo in der Cloud. Geht hier allerdings nicht. Also ihr könnt hier nur über die App einfach, die jetzt hier mit dabei ist, natürlich kostenlos, über die App könnt ihr dann Bilder einfach an euer Gerät senden. Aber es funktioniert eben nicht über vorhandene Webalben. Das ist für mich ein Nachteil. Wen es jetzt nicht interessiert, weil er eh keine Webalben hat,
dann ist es eigentlich egal. Dann würde ich sagen, es ist ein gutes System. Also das Touch funktioniert wunderbar. Das ist hier noch ein Pro. Das Design ist eigentlich ganz schön. Ihr habt eine HD-Auflösung. Das ist auch ganz nett. Also von dem her würde ich sagen, es passt alles. Für mich eben einfach die Sache, ich bräuchte die Anbindung an die Webalben. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Dragon Touch Bilderrahmen haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinungen und dann sage ich jetzt nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Servus!